rund um das runde Leder alles rund erneuern. Ja, und dabei den Trainern helfen und vor allem für Tormann-Nachwuchs sorgen. So das Motto der Tormannschule Burgenland. Initiator dieser begrüßenswerten Initiative ist Burgenlands ehemaliger brüllender Keeper, die Legende Gerhard Löwe-Horvath. Sinn der ganzen Veranstaltung ist natürlich immer wieder, wie gesagt, wir lernen von anderen Menschen. Und der zweite Sinn ist Austausch der eigenen, also der Teilnehmer, damit man eigentlich nie betriebsblind wird. Und das ist der Grundgedanke. Und natürlich wichtig ist, dass man immer wieder ein Netzwerk sich aufbaut. Und diese Veranstaltungen haben sich in den letzten Jahren entwickelt, vor 10 und heute waren es 95. Wichtig ist, glaube ich, immer wieder zu lernen, egal wie alt man ist. Wie oft will man das machen im Jahr? Ich mag es immer in der Sommerpause an und in der Winterpause immer zwei circa, wo meistens kommt auf die Räumlichkeiten im Stadtbrunn ist, weil halt dort räumlich von Wiener Neustadt, Wien, Eisenstadt und Ungarn sehr gut liegt. Aber hat sich immer mehr entwickelt, wie gesagt, von 10 auf 95 heute und ich hoffe, dass wir im Sommer wieder einiges zusammenbringen werden. Also beinahe 100 Fußballhungrige und diesem Sport verbundene Burgenländer nehmen im Landessportzentrum Viva in Steinbrunn dieses Treffen wahr. Und obwohl... Es gibt so verschiedene Sportarten und er ist dran und sucht sich Fußball aus. So Günter Schiffer, einer der Fachreferenten, der bei Rehhagel oder Haku studiert hat, aber auch sehr viel Positives einbringen kann, unter anderem... Mannschirms aus dem Mann, noch im Gegenpressing, wie funktioniert das? Selber mal, damit der Mannschaft zusammensitzt, der Mannschaft das erklären kann. Schau, dass man es körperlich herrichtet, weil meistens holen sie sich ja aus, nur 15 Minuten, dann rennen nur mehr zwei von 10, nicht? Das kann einer erklären, braucht man 5 Einheiten, 4 im Minimum, 5 braucht man, auch in dem Bereich. Dann verstehen Sie es vielleicht, wenn Sie es nur 10 Minuten aushalten. Die richtigen Laufwege beim einer verschieben und so weiter. Dann kann er seinem Café erst erzählen, was er alles weiß. Dass er so trainiert, damit er das machen kann. Wieder psychologisch. Kommt er dann wieder nicht aus, was dem Sohn behauptet. Im Mittelpunkt aber steht die Torhüterausbildung und ihre Referenten Andi Makel und Markus Pötschka. Uns war wichtig, wenn man sich Sichtungstrainings anschaut, kommen, sag ich mal, aus Nummer 6 Torleute auf die Sichtung. Vom Haus aus kannst du aber nur gewisse Anzahl quasi aufnehmen. Was passiert mit denen, die nicht aufgenommen werden? Verschwinden meistens. Oder, ja, starten einmal die Karriere mit einer negativen Erfahrung. Da war es für uns wichtig, unser Gedanke, vielleicht schaffen wir es so ein Fangnetz auch zum Spannen. Dass man sagt, alle, die es nicht reinschaffen in die Landesauswahl, dass die quasi trotzdem ein regelmäßiges und ein, sag ich mal, qualitativ hochwertiges Training kriegen. Und wenn sie sich entwickeln, dass sie dann immer wieder den Querschuss zum Verband schaffen. Das war einmal auch ein Grundgedanke. Dritter Punkt, die Vereine. Also wir sind extremst oft angesprochen worden, ob wir nicht für diverse Vereine Tormann-Trainings organisieren können. Ja, hätten wir gern gemacht, nur Problem war das, entweder es hat kein Budget gegeben, oder es war so, dass die Kinder, die beim Verein waren, einfach gar kein zusätzliches Training haben wollten. Und was auch ein Punkt ist, dann hätten sie da Leute gehabt, aber sie haben keine Tormann-Trainer gefunden. Das heißt, diese drei Punkte, die da oben stehen, haben uns dann, sag ich mal, das war ja eigentlich ein langer Prozess, irgendwann einmal zu dem Punkt gebracht, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen quasi die Breite fördern. Also die Spitze wird gefördert, aber wir wollen das Tormann-Training noch breiter aufstellen, um quasi jeden Trainer fortführen und die Breite stärken, dass man noch mehr in die Spitze bringt und das auch in der Tormann-Ausbildung im Burgenland schafft. Ich bin selber BNZ-Abgänger und der Gerhard Kainz und der Tellerich Christian haben dort schon Vorarbeit geleistet und wir haben versucht, dieses Jahr ein Trainingskonzept zu entwickeln. Also wir haben versucht, in dieses Konzept hineinzuschreiben, wie wir vorhaben, mit den U15, U16 und U18 Torhütern zu arbeiten. Wir sind 4 Torhütertrainer, das ist der Thomas Mandl, der Thomas Borenitsch,
meine Person und ich zähle auch den Roland Gerdenitsch dazu, der quasi bei den Amateuren das Torwarttraining leitet, aber in Wirklichkeit trainiert er mit den U18-Torhütern. Und wir vier haben sie versucht, so ein Trainingskonzept zu erstellen. Und ja, das habe ich euch beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit erregt Robert Weinstabel. Vor allem im letzten halben Jahr bin ich Trainer in Amstetten in der Regionalliga. Mache das dort auch hauptberuflich und wir relativ häufig gefragt, naja, jetzt machst du das als hauptberuflicher Trainer, was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Und ich will euch da heute ganz einfach auch in den nächsten 20, 25 Minuten mitnehmen, euch wirklich auch ein paar Details zeigen, auch interne Details, und vielleicht kann der eine oder andere Trainer das eine oder andere Input brauchen. Ja, und der Ausklang ist ein heiterer, mit einer Verlosung von Preisen. Und wer sich für das ein oder andere Thema interessiert, kann Gerhard Horvath gerne kontaktieren. Unter 0699 107 38 457. Einteilen, nicht erfahren. Okay. Ehrlich, ja, vielleicht tauscht das. Was sagst du? Wenn einer Drogen hat,